so voll hier. Das ist beunruhigend. Ayefres Knochen. Dieses Anschwellen von Magika, das die Portale erzeugten, durch die Jungen, davon gibt es eh so viele. Muss diese Himmelsscherbe einen Sprung bekommen haben. Gut. Ohne unversehrte Himmelsscherbe bleibt dieses Tor verschlossen. Und wir können nicht weiter. Verdammt. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das in Ordnung zu bringen? Sofern ihr nicht einen Satz Verzauberwerkzeug und Erfahrung mit der meteorischen Machtfülle-Theorie habt. Nein, nicht direkt. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen einen Ersatz finden. Wo finden wir eine Ersatzhimmelsscherbe? Ich habe vor ein paar Tagen eine in einem Gewölbe südlich von hier gesehen. Doch sie wurde von einem der mächtigsten Golems der Insel flankiert. Üblicherweise würde ich sagen, wir sollten nach einer anderen Lösung suchen. Doch angesichts der Umstände müssen wir es wohl riskieren. Okay, alles klar. Finden wir diese Himmelsscherbe? Kann ich euch etwas fragen, bevor wir aufbrechen? Natürlich, aber trödeln wir nicht so lange. Was sind Himmelsscherben genau? Riesige Klumpen Meteorglas. Sie fallen aus Aetherius herab, aufgeladen mit reiner und sehr mächtiger Magika. Magier verwenden. Was sieht die denn jetzt schon wieder reiner mit rein? Und Experimenten. Wir die Renni nutzen sie als Kraftquelle. Huch. Was für einen Golem habt ihr bei der Himmelsscherbe gesehen? Es ist ein monströser Wächter, den man auch einen Gargül nennt. Ich habe noch keinen Köpfen sehen. Doch sämtlichen Berichten zufolge sind sie weitaus mächtiger als alles, dem wir uns bisher gestellt haben. Wir haben uns doch noch nicht viel gestellt. In Ordnung. Seht ihr dieses Gewölbe im Süden? Nein. Dort ist die Himmelsscherbe. Ach, da. Okay. Ja, aber rein mit uns. Jetzt noch mal die Ausfallrüstung. Dort ist sie, die Himmelsscherbe. Da ist aber das Gargül. Oder der Gargül. Bewegt euch. Wie ging noch mal ausweichen? Ach, der hat so. Gargül, habe ich das mal auf mich. So wird sie ausgesprochen. Also zumindest die Dame dazu eben auch so ausgesprochen. Gargül. Was? Dachte ich mir, jetzt wäre ein Gargoyle, aber. Dieser Scherbe absorbiert? Gargül. Unglaublich. Nicht ganz, was ich vorhatte, aber wir können damit arbeiten. Lasst uns zurück zum Tor gehen. Ja, und wieder zurück, Marsch. Ich glaube, da war genug Möglichkeiten, Rüstung. Das ist bestimmt geschissen. Ach, Masuna. Nein. Einfach nein. Einfach nein. Die hat mir jetzt gerade die passende... Ah, ne, die passende Hose habe ich ja. Die ist halt nur schlechter. Weil hier gibt es die VIP-Sprecher. Ich merke schon. Ich merke schon. So ein helles Licht hier. Der Moment der Wahrheit. Konzentriert euch auf die Himmelsscherbenöffnung. Alter, hell. Konzentriert sie auf die von euch absorbierte Macht und schließt das Tor auf. So. Achso, ich muss ja nur noch mit der Alten reden. Ich fürchte, wir sind am wirklich beängstigenden Punkt angekommen. Die dädrische Kreatur, die für all diese Portale verantwortlich ist, wartet gleich jenseits dieses Tors. Falls ihr noch irgendwelche Vorbereitungen zu treffen habt, so trefft sie jetzt. Nö. Also irgendein Rat, wie man dieses Ding erschlägt? Wie gesagt, ich bin nur eine Gelehrte.
Doch ich würde euch dazu anhalten, an das zu denken, was wir vorhin gesagt haben. Ja, ich glaube schon, Masuna, ich glaube schon. Seid treffsicher und nutzt jede Schwachstelle aus, die diese Kreatur euch bietet. Mhm. Darf ich? Danke. Sie ist kein Hesel, sie ist ein Geist. Schickt sie zurück ins Vergessen. Hallo, Schirsel. Oh Gott. Nur mich wird es noch geben. Ja, nur dich. Oh, das wird gerade dumm. Aber du kannst sterben. Siehst du? Du bist das kleine Schwester. Ihr habt es geschafft. Hoffentlich wurde es nicht zu schwer beschädigt. Schnappkatz von Medusa. Und weiter. Die war jetzt auch so schwer. Ja. So schwer war die. Sternen. Seht euch die mittlere Säule an. Ich hatte keine Ahnung, dass sie so etwas verbirgt. Werfen wir einen näheren Blick darauf. Was ist mit der Säule? Das ist die nervige kleine Schwester, die immer früher die Schlangen immer verknotet hat. Ja, möglich. Möglich. Die Galerie des Schlüsselmachers. Ich hatte sie anders in Erinnerung. Ach ja, jetzt hier diese ganzen Türen. Jetzt verstehe ich, warum es uns nie gelang, die Tore zu entriegeln. Ihre Macht entstammt dieser arkanen Helix. Erstaunlich. Da die Helix nun frei liegt, können sich diese Tore wieder öffnen. Anfangs vielleicht nicht alle, aber genügend, um einen Großteil Tamriels zu erreichen. Für euch stellt sich jetzt die Frage, wohin zuerst? Ist das zu fassen? Seht euch nur um. Da diese arkane Helix nun frei liegt, schnistert es in der Kammer regelrecht vor. Okay. Die Galerie des Schlüsselmachers ist zum Leben erwacht. Und ich glaube, ich weiß auch endlich warum. Ich weiß auch gar nicht, wie man die Server wechselt. Ich bin halt einfach auf dem europäischen, auf irgendwas. Die macht ein großes Tantam raus. Ist das zu fassen? Seht euch nur um, da diese arkane... Ach, warum lese ich das vor, ich Blöde? Was meint ihr? Warum sind sie lebendig geworden? Warum lese ich ihren Text vor? Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es wirklich soweit. Jetzt könnt ihr mich vergessen. Drachen reiten auf den Winden von Elsweyr. Die zweite Ära braucht eine Retterin. Elsweyr. Ich glaube, die Galerie, vielleicht auch der Adamantturm selbst. Also ich sage schon mal so viel. Ich spiele von vorne bis hinten durch. Zusammengeworfen. Wenn man eine Potze weiß, ich weiß, okay. Was soll ich eurer Meinung nach als nächstes tun? Die Galerie des Schlüsselmachers hat Türen in jeden Winkel Tamriels geöffnet. Ja. Orte, von denen ich vermute, dass sie dringend den Beistand einer Heldin brauchen. Die Entscheidung liegt bei euch. Doch wohin auch immer ihr gehen mögt, das Abenteuer wartet sich bereits auf euch. Mögen euch die Sterne behüten. Ich muss gerade mal nachgucken, warte mal, welche habe ich denn? Also ich habe nur die großen Packs, die... Klein habe ich nicht alle. Also über Steam habe ich definitiv. Ja gut, Tamriel Unlimited. Ich habe Morrowind, ich habe Somerset, ich habe Elsweyr, ich habe Greymoor, ich habe Blackwood. Das von den großen Addons. Von den kleinen müsste ich gleich mal gucken. Aber die großen habe ich, ich glaube, alle bis auf das Neueste. Bis auf das, was jetzt kommt. Oh, die Spinne ist wieder da. Hallöchen. Na? Wollen wir sterben? Ja? Wollen wir sterben? Du bist auf meinen Schreibtisch gekommen. Jetzt wirst du sterben. Na komm. Krabbel. Los. Geh runter von meinem USB-Stick. Leb wohl.
Das war's mit der Spinne. Da war sie, Matschepampe. Es hat sie ausgesponnen. Gut, hat sie geblutet. Also Dreck hinterlassen. Die wollte halt auch mal schnelleres Netz haben. Auch mal so nah. Ja, das kommt von Goldküste. Was ist Goldküste? wer das in Somerset? Ich weiß es nicht. Also ich kann jetzt zumindest sagen, dass ich von vorne bis hinten spiele. Also ich spiele jetzt die, soweit es geht, die chronologische Reihenfolge. Also so wie die Addons erschienen sind. So werde ich spielen, Kitty. Ah, die Assassinen-Gilde, okay. Ja, die habe ich, glaube ich, nicht. Die Assassinen-Gilde. Aber ich werde so spielen, wie die Spiele nacheinander rauskamen. Also von Addon zu Addon. Und habt ihr beschlossen, wo es hingeht? Welche Region der Welt gefällt euch? Aber ich werde Nicht erstmal jeder ihr kann Binder Gespräch und jetzt trotzdem noch Spindlern schlagen. durchlaufen lassen. Einem Ende Tamriels zum anderen gelangen, wisst ihr? Das ist ein ziemlich großes Geschenk. Habt ihr vor, auch eine Tür zu, eine der Türen zu nutzen? Was, ich? Nein, ich habe zu tun. Die Sindarill werden wollen, dass hier alles durchsucht und untersucht wird. Da ich die Entdeckerin war, werde ich diese Bemühungen wahrscheinlich auch leiten. Abenteuer in der Ferne sind ja gut und schön, doch mein Platz ist hier. Irgendwelche Vorschläge, wo ich hingehen sollte? Es ist ein wenig überwältigend, nicht wahr? Ganz Tamriel erstreckt sich vor Ja, euch. ganz Wir könnten Tamriel. mit den politischen Überlegungen beginnen. Drei große Allianzen ringen um die Kontrolle von Cyrodiil. Interessiert euch das Schicksal von Pakt, Bündnis oder Dominion? Ja. Hervorragend. Ihr könntet nach Spors Mackay im Zum Karl. Dolchsturzbündnis auf eine Insel namens Kenatis Rast, auf die das Altmeri-Dominion den Blick gerichtet hat, oder in die Domäne des Ebenherzpakts reisen. Okay. Also wir hätten hier auf jeden Fall Dunkelfrost. Das müsste Greymoor sein. Ich liebe diese Melodien, ne? Das ist Kenatis Rast. Kenatis Rast, Schlossenkeil und Ödenfels habe ich. Ja gut, das sind deine... Das sind ja die Startdinger, wo man allgemein startet. Aus dem Kai. Ödfels. Wadenfell. Ich muss unbedingt Morrowind mal im Stream spielen. Also nicht das Morrowind, sondern das eigentliche Morrowind. Oh, Kindheit! Meine Kindheit! Oh. Liebe, pure Liebe. Westliches Himmelsrand, das ist da oben mit Skyrim. Summersend. Ich habe einen kurzen Moment Angst, dass Kitty einen Schlaganfall hat. Wieso? Es war ja. Okay, das da ist auf jeden Fall das Neueste. Glaube ich. Ja, war das Neueste. Also. Ich spiele halt so, wie ich jetzt immer spiele. So, ich muss auch mit auf Magicka gehen. Magicka und Ausdauer. Wir haben einmal offenen Wild, Seelenmagie. Freischalten. Okay, den Rest brauche ich nicht. So. Jetzt gar nicht. Bin meinem Arbeitslog. Ich traue mich gerade gar nicht irgendwie. Wie das so? Ich nerv später weiter. Und mach das. Dann viel Erfolg bei der Arbeit.
Das ist Kenatis Rast, eine kajitische Insel mit ersten zarten Banden zum Altmeri-Dominion. Die Meereselfen lassen ihre Muskeln in der Topalbucht spielen, konkurrierende Interessen, die zu Blutvergießen führen könnten. Jemand wie ihr könnte die Dinge dort in Ordnung bringen. Das Witzige ist, ich reise jetzt nach Kenatis Rast, um dann woanders hinzureisen, um meine Quests zu holen und um dann wieder nach Kenatis Rast zu kommen. Ergibt das Sinn? Eigentlich nicht, aber trotzdem. Nach Kenatis Rast reisen und den Erzählungen des Altmeri-Dominions beginnen. Wir unterwerfen uns eurem Willen und rufen die Ketten von Kalkar. Sie vollziehen ein Ritual. Sie bereiten den Weg für einen dunklen Anker. Des Vergessens. Es ist schlimmer, als wir dachten. Die Ebenenverschmelzung hat begonnen. Vielleicht ist es schlicht Hochmut. Vielleicht ist es Teil eines größeren Plans. Wer kann schon die Logik eines dädrischen Fürsten durchschauen? Er behauptet, er erfülle damit die Prophezeiung aus diesem erbärmlichen Schriftraum, vor die der eigene Erzfeind erfolgt hat, wo man selbst gescheitert ist. Ich bin geduldig. Lass Monarch Baal nicht seinen Willen. Diese Welt wird eines Tages mein sein. Ich liebe die Szene. Entschuldigung. Ich werde immer so nostalgisch, wenn ich die Szene sehe. Wie gesagt, ich reise jetzt aber gleich wieder woanders hin. Rein theoretisch. Ich an einen Ort muss. Hi. Hi, Kitty. Hi. 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 So, muss ich dahin. Da muss ich gleich hin. Ja, aber geht sogar von der Größe. Ich habe ein faules Kitty Cat. Ein ganz feuriges Kitty Cat. Mit H. Mit H rufst du dein Pferdchen. Katze. Ein Wölfchen. Wölf habe ich, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ich würde einfach übertreiben. Keine Sorge. Shalar wird sich gleich um euch kümmern. Warte mal. Wölfe, ja. Ich habe auch... sowas hier. Huch, nein. Bin nee, ich? Wer arbeitet reitet da bei mit? Den habe ich auch noch. Ich weiß in AU wäre die Shortcut. Okay, sehr gut. Hirsche habe ich keine. Schwergewichte. Habe ich einmal das Ding hier? Großkatzen habe ich dann noch die hier. Pferde. Gibt es einen Panda? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.
Ich weiß, ich meine, es gibt Bären, aber ich weiß nicht, ob es Pandas gibt. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich kann zumindest gleich im Shop mal nachgucken. Das ist eins meiner Lieblingspferde, ne? Dann habe ich hier das hier noch. Ist nicht so, dass ich einfach viele Pets und Mounts habe. Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich übertrieben. Ich weiß nicht mal, wo ich die ganzen Viecher her habe. Huch. Na witzig, ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Tiere her habe. Ich dachte eigentlich, ich hätte nicht so viel Geld für die Spiels gegeben. Aber ich glaube... Nein, tu doch nicht. Nein, ich doch nicht. Ich weiß das einfach nicht, woher ich die habe. Also doch, das hier weiß ich. Das hier weiß ich woher. Das habe ich von Summersend. Das habe ich von Summersend. Scheiße, wie gibt keinen Pandas. Hast du nachgeguckt oder weißt du, dass es keine gibt? Oder ich glaube, dass es keine gibt, so meine ich. Grundshop. Kisten an. Dieser heißt, macht es gut, meine Freundin. Komm ich denn nochmal? Aber Google nichts gefunden. Shop. Besondere Angebote. Was ist das denn? Achso. Upgrades, Reittiere. Ein Höhenberg gibt es. Ein Höhenberg gibt es auf jeden Fall. Vielleicht gibt es den nur, oder gibt es sowas nur bei Events oder sowas. Den hätte ich gerne. Oh mein Gott. Aber nein. Einfach nein. Okay, das hätte ich gerne. Und den hätte ich gerne. Da habe ich ja schon andere Viecher von. Von der Sorte. Den hätte ich gerne. Den auch. Oh mein Gott, hat er hübsche Augen. Oh Gott, ein Fuchs. Ich will einen Fuchs haben. Zweibeinig. Okay. Da gibt es natürlich noch. Als Pet gibt es auf jeden Fall das Kriegseber. Eine Ratte. Was? Eine sechsbeinige Spinne? Wie wollen sie ihr Geld loswerden? Ja. Oh mein Gott, es gibt ein Hoppehäschen! Okay, den wusste ich, dass es den gibt. Wer will denn bitte ein... Na egal. Vor Ziegen habe ich Angst, vergesst es. Klimmerdrachenfrosch, oh mein Gott, ist der cute. Höhenbärenjunge, es gibt's auf jeden Fall auch. Eine Krabbe. Ich will die Krabbe haben. Okay, das, den Tiger, mit dem ich rumlaufe, den habe ich mir gekauft. Du hast vor Ziegenangst. Ja, ich habe vor Ziegenangst. Weil mich tatsächlich als Kind eine Ziege angegriffen hat. Deswegen habe ich Angst vor Ziegen. Oh mein Gott, den brauche ich. Oh mein Gott, den brauche ich. Weil mich eine Ziege angegriffen hat als Kind. Ich genauso wie ich Angst vor Hühnern habe. Ich habe auch Angst vor Hühnern. Große Angst vor Hühnern. Garderoben. Aus fast eben dem gleichen Grund wie bei den Ziegen. Im Übrigen. Das ist schön. Jetzt sind zu viele. Ich will sein. Masuna, nein. Okay, was ist das? Also das Kleid ist ja noch in Ordnung, aber was soll das für eine Haube sein? Das hier ist schon schöner. Okay, das Spiel bettet danach, dass ich Geld ausgebe. Wir suchen.
Wärst du stolz auf mich, wenn ich dir erzähle, dass ich gestern bei Rust einem Huhn aus dieser Nähe mit einer Schrotflinte in den Schädel geschossen hätte? Aber ja. Gut gemacht. Gut gemacht. Oh mein Gott, das ist schön. Die brauche ich. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Was ist das? Wobei, na so gut, das geht sogar. Oh mein Gott. Wie wollen sie ihr Geld loswerden? Ja. Häuser. Na gut, ich habe ja eigentlich schon welche, ne? Ist ja nicht so, als hätte ich keine Häuser. Bitte. Es ist gut. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Ich habe halt einfach mal, ne, einen ganzen Tempel. Ich habe eine ganze Villa. Ja, das auch nicht. Dann habe ich 10.000 Gästezimmer. Ich habe halt einfach mal so zwei Häuser. Einfach mal so riesige Dinger, ne? Ah. Ja, Housing lässt grüßen, ne? Okay. Aber wir spielen jetzt mal. Wenn die Sachen noch nicht so teuer werden. Ja. Ja, hast recht, Kitty. Da hast du recht. Du hast die Villa, aber wieso schaut die danach aus? Weil das leider nur in-game ist. Das ist leider, leider nur in-game. Zum Weg scheint Vogelwach teleportieren, ja. Oh. Vor allem, wie gesagt, das Witzige ist jetzt. Oh, Musik. Das Witzige ist, ich teleportiere mich jetzt nach Wurkelwacht. Um in Wurkelwacht eine Quest anzunehmen, mit der ich die Story anfange, um mit der dann wieder zu der Insel zurückzukommen, bei der ich eben gerade gewesen bin. Klar soweit? Klar soweit. Ist halt überhaupt nicht verwirrend, ne? Heißt was drauf, verwirrend. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Die suche ich nicht! Dieser Satz, der wird mich jetzt komplett verfolgen. Wisst ihr, wie lange ich schon nach euch gesucht habe? Wisst ihr, wie lange ich schon nach euch gesucht habe? Das geht so lange, bis ich die Quest für das Addon annehme. So lange geht das. So lange werde ich damit belästigt, mit diesem Satz. Ich konnte es annehmen, aber ich will nicht. Ich sage nur Questlog. Diese Olle da, die geht mir so auf den... Dieser wird mir auf den Keks gehen. Eine Kleinigkeit, wenn du magst. Ich etwas, wenn mir das Game allein ein wenig, ewig Spaß macht. Okay, mach das. Ich brauche eh noch eine Weile, bis ich da durch bin gleich. Da ist unsere... Ah, euch suche ich. Oh, hier steht Sauron. Na, fast. Hallo. Ich grüße euch. Ich euch auch. Mein Gönner möchte mit euch über eine Angelegenheit sprechen, die Einfluss auf das Schicksal unserer gesamten Welt nehmen könnte. Mhm. Und was will euer Gönner? Wenn mein Gönner wünschte, die Einzelheiten offen zu besprechen, weshalb hätte er dann eine Botin schicken sollen? Ja, wie er war. Die Sache ist nur für eure Ohren bestimmt. Wo kann ich sie finden? Eine Passagierkabine in der einstweiligen Verehrerin. Unten an den Docks. Trödelt nicht. Wen sind die da vertont? Ja. Das ist der Grund, weswegen ich ihr so liebe. Und es gibt so richtig, richtig geile Synchronsprecher. Und mein allerliebster Synchronsprecher spricht halt einfach hier mit. Mein allerliebster Synchronsprecher. Oder zwei davon, aber der... Na, nee, der eine lebt, glaube ich. Oder? Doch, der eine lebt noch. Da ist nur... Der eine Schauspieler schon gestorben. Den er synchronisiert hat. Aber... Ich werde sie aufspüren. Irgendwas leuchtet da. Das da. Aber ich spreche doch gar nicht mit. Nee, leider nicht. Leider sprichst du nicht mit.
So, ich will aber bitte einmal wieder auf meine Großkatze wechseln. Ah ja. So viele Besucher und so wenig Zeit. Reisende, habt ihr einen Augenblick? Nein. Toter Kohl. Toter Kohl, toter Kohl, toter Kohl, toter Kohl, toter Kohl, toter Kohl. Es ist so dumm, aber trotzdem so gut. So, ich warne jetzt schon mal vor. In den nächsten paar Minuten bitte keine Alerts, weil jetzt wird das mal gesprochen und Szene und was weiß ich. Was zum... Oh, zack! Auf den Hinterkopf! Geil! Die Szene geht aber, glaube ich, nicht lang. Hoffe ich. Hallo, mein Schatz. Hallo. Spießt du mich auf? Ja. Und ich werde aufgespießt. Schön. Wenn du einen Schatz nennst, das ist interessant. Ja, was denn? Das ist halt mein Schatzi Pupsi Hasi. Ihr werdet noch herausfinden, warum. Oh, hallo. Geht es euch gut? Ja. Ich heiße Lyris. Hi. Warum wir dann irgendwie auch immer hinter Gittern? Immer landen wir hinter Gittern. Das muss der Kümmerling des Wurfs gewesen sein. Hallo Katzi. Haltet eure Waffe bereit und seid auf der Hut. Dieser Ort ist voller Überraschungen. Mhm. Und Lyris. Bleibt in Bewegung. Es sind noch... Das ist doch zur Serie von damals entdeckt. No. Bleibt jetzt nicht stehen. Geht weiter. Es sind noch mehr Wachen auf dem Weg. Halt so einfach mit einem Schlag, ne? Verschwinden wir von hier. Der Prophet. Seid gegrüßt. Wie ihr bin ich ein Gefangener an diesem Ort. Ihr müsst mich retten. Und im Gegenzug muss ich euch retten. Ich benutze aber mal meine Fähigkeit in der Zeit. Einen Moment. Hi. Wir müssen... Der Prophet. Ich mag gar nichts. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen. Auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Und wobei soll ich euch helfen? Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Wo sollen wir jetzt hin? Diese Tunnel werden uns hoffentlich zu den Türmen der Augen bringen. Dort werden wir die Wächter finden. Was sind diese Wächter? Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden.
Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Wie können wir einen vernichten? Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Ich habe so viele Fragen. Ich bin mir sicher, dass nicht, aber... Und ich werde antworten, so gut ich kann. Wer ist dieser Prophet? Er ist ein seltsamer Kerl. Daran besteht kein Zweifel. Aber er ist auch der weiseste Mann, dem ich je begegnet bin. Er sieht Dinge. Die Vergangenheit. Die Zukunft. Was ist das hier für ein Ort? Und wo bin ich? Ihr seid ganz offensichtlich nicht mehr in Tamriel. Stellt euch den erbärmlichsten, bedrückendsten Ort vor, den ihr je in eurem Leben besucht habt. Das ist ein Paradies im Vergleich zu Kalthafen. Und dazu kommt noch... Nun, das kann man euch nicht schonend beibringen. Ihr seid tot. Gut. Ich stelle gerade die Sachen fürs Boot-Ding daher. Okay, mach das. Aber wie können wir dann diese Unterhaltung führen? Ich weiß es nicht. Sobald wir den Propheten gerettet haben, kann er euch von den Göttern und dem Reich des Vergessens erzählen. Ich selbst verstehe davon nichts. Okay, wenn ich tot bin, wer hat mich dann getötet? Ein Mann namens Manny Marco. Manny Marco. Sein Ruhmkult führt in Tamriel eine Art Ritual durch. Entschuldigung. Sie haben euch und jeden anderen hier in diesem Gefängnis... Ich reiß mich ja schon wieder zusammen. ...den Molag Bal geopfert. Nachdem ihr gestorben seid, ist das, was von euch noch übrig war, hier aufgetaucht. Man nennt euch eine Seelenberaubte. Was wollt ihr damit sagen? Das bedeutet, dass ihr ein Sklave seid und den Rest der Ewigkeit hier in Kalthafen verbringen werdet, um unter der Knute der Daedra zu schuften. Es sei denn natürlich, ihr kommt mit mir. Wurdet ihr auch geopfert? Nein, ich wurde nicht geopfert. Der Prophet und ich wurden hierher gebracht, auf die herkömmliche Art und Weise, wenn das auch nur ansatzweise Sinn für euch ergibt. Nein. Aber wir sind auch hier gefangen, genau wie ihr. Können wir den Propheten retten? Das wird nicht leicht werden. Dieser Ort steht unter Beobachtung durch magische Konstrukte, die man Wächter nennt. Wir haben keine Chance, wenn es uns nicht gelingt, sie zu blenden. Ich werde euch mehr erzählen, sobald wir dort ankommen. Und wir werden nie dort ankommen, wenn wir uns nicht in Bewegung setzen. Ja. So, ich mache aber einmal eine ganz kurze Pause. Ich muss einmal kurz einen Anruf tätigen. Und Wäsche aufhängen wahrscheinlich. Ich glaube, die Wäsche sollte schon fertig sein. Also ich bin... gleich wieder da. Es dauert aber etwas, das sage ich schon mal. Dauert nicht lange, aber es wird auf jeden Fall ein paar Minütchen in Anspruch nehmen.